Hey alle zusammen und willkommen zu der vierten Ausgabe von Wer sind überhaupt und damit auch logischerweise der vierten Woche der JBB-Qualifikation. Für die Leute, die nicht wissen, was dieses Format überhaupt ist, ich werde euch hier erklären, wer die fünf Leute sind, die Julien gerade angekündigt hat. Und auf diesem Weg könnt ihr genügend über die Leute erfahren, um morgen nicht komplett überrascht zu werden. Das heißt, in den Kommentaren sind Links zu allen Leuten verfügbar und außerdem werde ich meine ersten Eindrücke und Äußerungen gegenüber diesen Leuten darstellen und eventuell eben abschätzen, wie gut deren Qualifikationen werden. Ich kann natürlich nicht sagen, wie die Qualifikationen dann am Ende sind, denn das kann immer mehr oder weniger gut ausfallen. So habe ich zum Beispiel Kasa unterschätzt und einen KX überschätzt. Trotz allem, wir sind natürlich morgen auf die Qualifikation gespannt und für die Leute, die sich eben jetzt schon mal etwas vorbilden wollen, die bleiben einfach mal dran. Und wir fangen einfach mal an. So, kommen wir dann zur ersten Qualifikation. Die wird von Teammatic kommen. Das ist auch schon wieder das erste Problem. Timematic hat nur eine Facebook-Page, die er erstellt hat und vor 3 Stunden hat er das Titelbild aktualisiert und sein Profilbild geändert und ja. Also über den Typen findet man gar nichts. Die einzige Information, die man sonst noch hat, ist, dass er Laska mag. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Vielleicht findet er noch was raus. Wenn er noch was rausfindet, dann kommt die Sounddatei davon jetzt. Die zweite Qualifikation kommt von Das Insekt. Das Insekt ist ein Teil der Zweckgemeinschaft. Und Das Insekt ist gegen Mavjig in der Zwischenrunde geflogen und hat zusammen mit Kefine und PDH auch eine Qualifikation für das VWT Splash 2014 eingereicht. Ansonsten kam allerdings nicht viel von dem Insekt und es lässt sich auch nicht mehr viel über ihn finden. Es ist fraglich, wie stark er sich in den letzten, also im letzten Jahr gesteigert hat, denn das Ganze ist auch schon 1,5 Jahre her. Deswegen sollte man gespannt sein, was da so kommt. Ich kenne die Qualifikation schon, aber ich sag sonst nichts. Solltet ihr euch einfach mal angucken, logischerweise, weil ihr guckt euch eh alle an. Könnte interessant werden, könnte auch ein Flop werden. Wer weiß, wir werden sehen. Qualifikation Nummer 3 kommt dann von Jay Jiggy und dieser Typ hat auch schon ein bisschen was auf seinem Channel, falls das sein Channel ist oder der von irgendwem anders, ein Mixer oder so. Damit meint ihr muss jetzt nicht, egal, auf jeden Fall ihr wisst, was ich meine. Der Typ hat irgendwas Besonderes an sich, der hat jetzt nicht so den eigensten Flow aller Zeiten, aber er hat immer interessante Videokonzepte. Also der hat jetzt 3 Videos und haben alle ein interessantes Konzept. Und wenn Julie meint, dass er mal jemand ist, der Videokonzept ins JBB bringt, finde ich das gut, denn Videokonzept fehlt im JBB meines Erachtens ziemlich. Deswegen denke ich, dass er auch eine interessante Qualifikation abliefern könnte. Könnte. Konjunktiv. Hehe. Bei der vierten Qualifikation mache ich mir ein wenig Sorgen, und zwar geht es da um Rolex. Ich mache mir nicht Sorgen wegen ihm oder seinem Rap, weil ich finde den ziemlich geil. Doch, er hat etwas, und das mögen JBB-Kiddies nicht so gerne, nämlich Autotune. Doch, was man sagen muss, Autotune kann auch sehr, sehr gut benutzt werden. Und deswegen wäre es wirklich, wirklich, wirklich enttäuschend, wenn er jetzt nur wegen sowas abgelehnt werden würde. Seine Tracks haben eigentlich ziemlich oft Autotune drin, aber es klingt halt einfach ziemlich geil, kann man ganz einfach so sagen. Und ich habe auch da für euch ganz viele Tracks in der Beschreibung und er ist auf jeden Fall jemand, der auf jeden Fall Potenzial hat, der das ausschöpfen muss und ich weiß nicht genau, wie gut er inzwischen ist. Sein letzter Track ist 5 Monate her, darin ist er jedenfalls ganz solide. Und, also solide bis gut. Er hat sich auch ziemlich gesteigert, so wie man das, wenn man so durch seine Tracks durchgeht. Und hat auch sogar schon 1 oder 2 Alben. Ich kann es da gerade nicht rausfinden. Auf jeden Fall hat er mindestens 1 Album. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal geben. Also das Album jetzt nicht zwingen, keine Ahnung, ich kann ja jetzt nichts empfehlen. Aber seine Tracks auf jeden Fall. Klingt geil und ja, bin auf seine Quali gespannt. Die letzte Person ist Rapido und dazu sage ich nur FAFSD Gang und so. Eigentlich kennen ihn
alle bei mir, die neu dabei sind, guckt einfach sofort in die Videobeschreibung. Oder ich blende einfach hier mal so ein paar Ausschnitte aus Rapidos Tracks ein. Und ich denke, so wie Rapido so ist, dass das auf jeden Fall eine der Top 3 bis Top 5 Qualifikationen wird, die dieses Jahr auftauchen. Und er einer von den Leuten ist, die das JBB gewinnen können. Ja, jetzt nehme ich mir viel heraus. Ich weiß nicht, wie gut seine Qualifikation ist, aber ich glaube ihm einfach mal, dass die richtig geil ist. Und da kann man nur drauf gespannt sein. Also das wird, glaube ich, ziemlich geil. Und zwar richtig, richtig geil. Rapio hat extrem viel Erfahrung gesammelt in diesem VBT. Er ist momentan im 16. Finale im VBT und momentan steht es aus, ob er rausfliegt oder nicht. Am Samstag werden wir erfahren, ob er fliegt oder nicht. Er ist auf jeden Fall in einem der besten 16. Finalrunden beteiligt. Das heißt, selbst wenn er rausfliegen sollte, fliegt er gegen einen Gegner raus, der noch wirklich was reißen wird. Ansonsten hat er extrem gute Runden abgeliefert. Da waren zwar so eigentlich nur eine Runde dabei, die man jetzt nicht so feiern konnte, aber alle anderen Runden von ihm sind einfach nur der Oberkracher. Und der Typ kann was. Der Typ kann Atmosphäre erzeugen, der Typ hat Punchlines, der Typ hat eine übelste Technik und der Typ hat einfach einen Flow, der einfach so eine Sache für sich ist. Er hat auch schon vorher ein paar Sachen mit Echo Fresh gemacht. Ich weiß gar nicht, welcher Platz da geworden ist. Zweiter, dritter, vierter, so, keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Dort habe ich ihn auch schon gesehen. Da war er noch lange nicht so dope, wie er jetzt ist. Und auf diese Quali bin ich extrem gespannt. Da kann ich echt überhaupt nicht abwarten, was das wird. Es wird auf jeden Fall geil, denke ich. Und wie Julian schon sagt, es wird ziemlich krank, denke ich. Also ich werde jetzt hier nochmal im Nachhinein so ein paar Ausschnitte so aus Runden einfügen. Das mache ich normalerweise nicht in diesem Format. Aber da habe ich jetzt aber Bock drauf, weil der Typ richtig geil ist. Und deswegen gibt es gleich Ausschnitte. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag bis morgen. Dann bin ich natürlich wieder da und analysiere bzw. ja, rede über die neuen 5 Qualifikationen. Und ja, bis dahin sage ich nur ciao und bis bald. An die Leute, die das noch nicht mitgekriegt haben, das habe ich nämlich erst einmal verlinkt. Ich habe auch eine Facebook-Page und die ist auch in der Beschreibung. Und ja, das war auch schon alles. Bis dahin, ciao und bis zum nächsten Mal. Okay. Ich komm smooth rein, ficke deine komplette Wackness. Besser wenn du hässlicher, wecke deine Bandage, darüber lässt dein Rap hit is back. Der Typ, der dich von der Rolltreppe wegtritt. Bitch, deine Qualifikation war schon oberste Klasse. Du holst auf jeden Fall dir die Krone, du aber deine Flow-Variation und die komische Kacke, die du da fabrizierst. Nur melodische Takte, du Sohn einer Ratte. Schieß die Patron vor die Maske, Bitch. ZED hat so viel Schore geraucht und jetzt hob sich der komische Kauz im Odenwald aus. Läuft bei dir, du kleiner Toy-Rapper, du kannst machen, was du willst, aber bei mir läuft besser. Fick dein Track, fick dein Part. Ich zerlege diesen ZED und flipp mein Gras. Klack, mach die Biege, deine ganzen Lines sind Pfostentreffer. Und selbst wenn du fort so fresh wärst, ja, dann wäre ich trotzdem besser. R zu dem A und dein ganzes Weltbild geht zugrunde. Ey, dir helfen keine Punkte, okay. Wie gefällt dir meine Runde? Dope Shit, ja, jetzt musst du Schlitzauge passen, yeah. Du hast nix auf dem Kasten, nur ein Backschriftzug. Jetzt wirst du, Bitch, ausgelassen, von dem Shit rausgebastelt. Wirst zerfickt auf den Takt, weil ich dich nicht laufen lasse. Mit der Messerklinge schlitze, werd ich die Bedürfnisse mit deiner Schwester stillen müssen. Deine Punchlines sind derweil in alles lächerliche Witze. Ich zerfetze wieder Bitches, bring die Acid mit und spritze. Geh direkt mit voller Wucht in deiner Hauptschlagader rein. Man sieht dich in gekrümmter Embryonenstellung und hört dich noch 10 Meter weiter immer lautstark Vater schreien. Aber nach deiner Prozedur erleidet er Millionen. Nicht nur Körper, auch Verstand zeigt medizinisch Stroh. Und deine faulen Punchlines brauchen anscheinend definitiv Flow. Du bist fake, so wie ein Tausender, scheint Tricks die Jeans in Rot. Man merkt, du hast ein kleines Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Pick die kleine Nicole. Weil du am Let's Playen bist und die kleine Hurentochter bläst, aber erzählt dir nix davon. Und kommt am Abend heim mit ungeputzten Zehen, denn ich helfe keinen Schlampen mit hygienischen Problemen. Du hast 5 Fotzenlecker, die dir allesamt die Texte schreiben. Dein Leben auf Messerschneide dank der Kettenreime. Ey, yo, Bullets in dein Head, dann ist dein Ende geritzt. Sonic, du bist heute Abend von nem Kevin gefickt. Es ist wieder der Messias da und für Sonic hab ich ein Souvenir am Start. Denn ich hab 1000 Flows parat für dich. Hau dir die Schaufel drauf, Karate-Kid. Zersiebe weiter, deine Pamera-Gang und erleichter VBT und ein weiteren Kandidat. Und es geht links, rechts, Fressenhiebe. Textlich bist du mächtig auf der Wackness-Schiene. Besser renn ich stress
Papiere.